Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei New German Reviews. Heute mal wieder mit einem neuen Video, heute mal wieder mit, ja, einem neuen Video, beziehungsweise einem ganz neuen Spiel sogar. Heute ist es mal Remember Me, was vor ein paar, ja, wie möchte man sagen, was schon etwas länger draußen ist. Doch ich spiele es jetzt, weil ich schon am Anfang darauf Bock hatte, aber ich es nicht spielen konnte, weil ich nicht mir das Spiel geholt habe. Ich war zu faul. Ja. Auf jeden Fall, wir starten, wenn wir ein neues Spiel starten, in Benvenu in Neo-Paris 2084. Okay, ich habe schon die Haupteinstellung gemacht, alles auf höchste Grafik, alles komplett hoch, so wie es geht. Und ja, ich würde sagen, starten wir einfach nochmal das Spiel. Hier ist noch... Genießen Sie die Geschichte. Sie müssen kein großer Kämpfer sein. Die ideale Herausforderung für regelmäßige Spieler. Loten Sie Ihre Grenzen aus. Okay. Heroistischen Agent. Heroistisch? Oder Heroistenagent. Okay. Nehmen wir nochmal das, ja klar. Und zack. Oh. Nachdem unser Boot sank, erreichte ich als einziger Flüchtling das Ufer. Ich hielt die Hand meines Mannes bis zur letzten Sekunde. Ich spüre noch, wie seine Nägel sich in mein Fleisch gruben. Wissen Sie? In der ersten Nacht, sagte er, teilen wir unsere Erinnerungen. Ich hatte ein bisschen Angst. Aber er lächelte und zusammen drückten wir den Schalter. Spürte ich alles. Zum ersten Mal erlebte ich all seine Liebe. So warm und so stark. Sie tat fast weh. In den letzten 3 Jahren war jeder Tag unser erster Tag. Das Wetter war so heiß an jedem Tag. Die Straßen stanken schrecklich nach verbranntem Kunststoff. Ich ging mit den anderen Kindern durch die Stadt aus Paris hinaus. Niemand schoss. Der Krieg war vorbei. Wer weiß, ob ich je den Mut finde, meinem Sohn diese Erinnerungen zu geben. Aber ich bin beruhigt, da ich weiß, dass sie gut geschützt sind. Dank meines Sensen kann ich mich an alle entscheidenden Momente meines Lebens erinnern. Gute oder schlechte. Dank meines Sensen lebt mein Mann weiter. Hier. Und hier. Remember to live. Life is remembered. Sensen. Available October 2085. Memorize. Episode 0. Wiedergeburt, Neustart. Wertvolle Gegnerinformationen sind im Tagebuch des Senses Gedöns möglich. Gut, dass man so viel lesen konnte. Guten Tag, hörst du mich? Ja. Wie heißt du? Nelin. Welches Jahr? Was hast du gesagt? Nelin. Verdammt. Tatsächlich. Keine Sorge. Diese letzten Erinnerungen kriegen wir noch weg. Welches Jahr haben wir? Ich weiß nicht. Es ist 2084. Weißt du, wo du bist? Nein. Doch nicht so widerstandsfähig. Vielen Dank für deine Mitarbeit. Was? Dr. Quaid? Ja. Dieses Objekt leistet etwas Widerstand. Für
führt die Substitutionsprotokolle aus, dann schickt sie her. Ich lösche ihre letzten Barrieren selbst. Ja, Herr Doktor. Zum Umschauen. Danke. Nun bitte auflegen. Okay, jetzt zum Bewegen. Capcom Presents. Bitte der umaufschlagende Linie zur nächsten Aufgabe folgen. Adorant Entertainment Production. Und Team Not. So. Oh. CEO Oscar Gilbert. Was mach ich da? Ich weiß nicht. Ich erinnere mich an nichts. Production Director Perth Boonin. Achso, stand stopp. Art Director Alexi Brickler oder Michael und Michael Koch. Den Unbekannten können wir jetzt gerade nicht hören. Technical Director Jerome Banal. Jetzt, wir sollen einfach den Roboter führen, oder? Und nachgehen. Producer Nicholas Simon. Das ergibt keinen Sinn. Okay. Associate Producer Luke Buck Hades. Und einmal hier einen rein. Bitte stell dich an und warte, bis du dran bist, bevor du dich auf den Stuhl setzt. Okay, das sieht irgendwie nicht so cool aus. Narrative Leads. Die konnte ich jetzt gar nicht vorlesen. Fuck. Die haben wir nach vorne. Millen. Millen! Kannst du mich hören? Ja. Sie löschen gleich dein Gedächtnis, Millen. Lass es nicht zu. Ich schaffe eine Umleitung. Leg los, wenn ich sage. Wer bist du? Wenn du überleben willst, dann hör auf mich. Okay. Lass mich nicht allein. Dann muss ich. Stell dich an und warte, bis du dran bist, bevor du dich auf den Stuhl setzt. Was haben wir jetzt ein? Netzwerkstörung. Temporäre Quarantäne aktiviert. Danke für deine Geduld. Jetzt sind sie aufgewacht. Nellen, links geht gleich der große Rollladen auf. Wenn du verstehst, beweg den Kopf. Ich bin mit deinen Sensen verbunden und fühle es. Okay, ausfällig zu machen. Die Tür, geh drunter durch. Schnell! Okay, komm. Schneller! Nellen! Okay. Okay, Nellen sieht etwas angeschlagen aus, beziehungsweise ist etwas angeschlagen. Unbeaufsichtigter Patient in Sperrgebiet. Zwangssicherungseinheit entsandt. Holy shit! Kannst du dich verpissen, bitte? Ja, gleich zum Anfang Action hier. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh, oh, nein, 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 ich lauf dagegen. Oh, nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Die Passage rechts von dir, nimm sie. Okay.
Steh auf, du musst weiter. Okay, ich muss weiter. Ach Scheiße, was ist das denn jetzt für ein Feld hier? Gibt's hier rechts, links? Nein, gibt's nicht. Boah, wo bin ich? Fast geschafft. Schnell in eine Kiste. Mach! Bist du sicher? Das sieht aus wie eine Leichtkiste. Achso, was tut, lehrt mich, wonach ich suche. Nellen, bist du okay? Nein, ich muss hier raus. Ich will hier raus, sofort. Nur ruhig. Ich bin Edge. Vertrau mir, Schwester. Hab ich gerade, Bruder. Und jetzt lege ich ihn im Sarg. Ich muss dich auf das da draußen vorbereiten. Der Feind ist Memorize. Ein Unternehmen, das Gedächtnisse digitalisiert und vermarktet. Sie nennen es Sensen-Technologie. Und die Welt ist süchtig danach. Klar? Ja. Du warst Gedächtnisjägerin, Nellen, die Beste. Andere Jäger plündern nur Erinnerungen, aber du kannst sie remixen. Und vor allem bist du Terroristin, wie ich. Warum haben die das mit mir gemacht? Du warst eine Revolutionärin und meine beste Agentin. Wir kämpften dagegen, dass keine Firma ein Monopol auf alle Erinnerungen bekam. Aber vergeblich. Wir wurden gefangen und eingelocht. Oh, das ist ja alles ganz nett hier. Aber ich muss jetzt wirklich raus aus diesem Sarg. Die Strömung bringt dich zum Slum 404. Sobald du da bist, verrate ich dir meinen Plan. Okay, ich denke, das war gerade ein Rausch an, also Remember Me, war gerade eine Anspielung auf Fehlercode 404. Man weiß ja nicht, ne? Und Erroristin, ich denke, das irgendwie was mit Error zu tun hat. Slum 404, Neo Paris. Sonntag, 17. September. Und so weiter. Ach du Scheiße, was sind das denn für Viecher? Hör mal, Johnny weint. Schwester? Fleisch? Wie wär's mit Freund? Ja.
Ich bin keiner von euch, hä? Deswegen? Okay. Erste Kampfsituation, wie es aussieht. Okay. So, ich zum Ausweichen. Nicht bekämpfen. Kann ich? Du musst ja. Wollen, die werden dich umbringen. Nutz Aua. Deine Impressions. Wie kann ich meine Impressions... Achso. Okay. Combo Lab. Während ihres Fortschritts schalten sie die vergessenen Kampfschritte genau. Okay. Ihre Kombos links können durch die freigeschalteten Impressionen rechts freigeschaltet werden. Okay. Wichtig ist, der erste Slot ihrer Kombo kann nicht verändert werden. Die Eingabesequenz ist ein Kombo, ist vorbestimmt und unveränderbar. Kampfimpressionen verursachen massiven Schaden, verwenden sie sie, um hart zuzuschlagen. Erschaffen sie eine 3-Schritte-Kombo mit dem Zweikampf-Impressions, an die er sich erinnert hat. Okay. Jetzt hier drauf. So. Mal sieht es gleich für den letzten Kombo-Slot. Zack, zack. Okay. Okay, dann haben wir es schon. Und dann muss man was kurz gucken. Lalalala, da sieht man noch alles. Da ist nur ein Standbild. Das ist toll. Lalalala. Hey, 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 yay, yay, yay. Ja, ein kurzes Standbild eben. So. Muss man wieder rein. Beim Synchronisieren kann man ja. Zack, zack. Oh. Zack, 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 zack. Bei 17 Minuten. 10. So. Das muss ich mal kurz machen. Okay. Und jetzt kann ich... Okay. Die dynamische Kombo-Anzeige liefert Ihnen Echtzeit-Feedback zu den ausgeführten Kombos. 1, 2, 3. Weg hier. 1, 2, 3. Weg hier. 1, 2, 3. Habe ich jetzt Erinnerungen gesammelt oder was? Okay. Was sind die? Leaper. Elende Ausgestoßene, die im Bauch von Neo Paris verrotten. Traurig. Eher monströs. Das sind die verlorenen Kinder unserer Sensen-Zeit. Zwar Menschen wie du und ich, aber Schatten unserer Schande. Wir sollen sie fürchten. Eine weitere Rechtfertigung für die erroristische Sache. Wer ist da? Okay. Gehen wir mal hier weiter. Und können wir hier noch irgendwas suchen? Nee. Nee. Okay, hier sind wir rausgekommen. Okay, aber bevor wir weitermachen, sag ich mal, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen hoch geben und so weiter und so fort. Das war's auf jeden Fall mit mir. Haut rein, ihr ist der Eiffelturm und tschüss.